Mann? Ja? Bitte legen Sie mir doch die Rezepte ins Labor, die bis morgen fertig sein müssen. Mhm. Ich mache sie dann beim Nachtdienst. Schalten Sie doch bitte mal ein. Bitte, Herr Apotheker? Sie werden sich erkälten. Schalten Sie bitte ein. In Ordnung. Guten Abend, Herr Apotheker. Oh, mein gnädiges Fräulein. Ein neues Hütchen, das ist ja ganz entzückend. Steht noch was zu Diensten? Nein, danke. Das heißt, Sie haben Nachtdienst heute? Ja. Ganze Nacht. Guten Abend. Ladenschluss? Sie haben's gut. Ja, im Gegenteil. Ich habe Nachtdienst. Vielen Dank, Herr Apotheker. Guten Abend, Herr Redakteur. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sag ja, Sie haben's gut. In der Nacht muss ich die Zeitung machen, aber leider ohne so schönen Besuch. Na, dann machen Sie mal. Und am Tage sammle ich Material. Dann sammeln Sie mal. Sie haben übrigens schon lange nicht bei uns annonciert. Wozu? Mein Laden geht auch so, Herr Blume. Wie wär's denn aber mal mit einer kleinen Verlobungsanzeige? Guten Abend, Herr Blume. Wollen Sie ewig Junggeselle bleiben? Guten Abend, Herr Blume. Alles Gute. Ja. Vorsicht! Ich kriege dich schon noch. Alter Schnüffler. Soll ich bei den Rezepten helfen? Nein. Ich könnte nach dem Abendessen wiederkommen. So wie das letzte Mal. Bitte, ich möchte das nicht. Ach, Heinz. Mutti, es geht wirklich nicht in diesen Klatschnest hier. Aber es kann doch keiner was dagegen sagen, wenn ich mit dir wache. Dein Vater könnte etwas sagen. Und als deine Laborantin könnte ich doch sogar hier wohnen. Dann hätten wir es so bequem. Totchen, mein Schatzi, ich bitte dich, lass das. Aber Liebling, was hast du denn? Bitte, bitte, bitte sag vor allen Dingen nicht Liebling zu mir. Mach dich darauf gefasst, dass wir uns eine Zeit lang nicht sehen werden. Verreise nämlich. Was? Wohin fährst du denn? Eine Geschäftsreise. Ja, was ist denn los? Ist was passiert? Gar nichts ist los, Totchen. Und gar nichts ist passiert. Ja, so sag doch, aber... Gute Nacht, Totchen.
Abend, Herr Apotheker. Ach, die liebe Frau Neumeier, na, wo fehlt's denn? Mir fehlt nichts. Mir fehlt nie was. Und was mir fehlt, kann ich nicht sagen. Oh, Frau Neumeier. Hier, frisch vom Backofen. Für die Kundschaft gibt's den erst morgen früh. Der Gedanke an die edle Spenderin wird mir die lange Nacht versüßen. Ja. In meiner nächtlichen Einsamkeit. Ach, wie Sie das nur so aushalten. Im Dienste der Menschheit, meine liebe Frau Neumeier, im Dienste der leidenden Menschheit. Ja, ich kann Sie da so nachfühlen. Wissen Sie, seit mein seliger Mann tot ist, doch. Ja. Sie glauben gar nicht. Doch, doch, ich glaube schon. Ich möchte es Ihnen direkt einmal erzählen. Oh. Herr Doktor. Oh, Sie scheint mir hier untreu geworden zu sein, Frau Neumeier. Von wem ist denn das Rezept, Heinz? Aber Frau Neumeier braucht doch bei mir keine Rezepte. Ich glaube doch, Herr Apotheker. Aber jetzt will ich nicht stören. Guten Abend, Herr Doktor. Ja. Guten Abend, Herr Apotheker. Guten Abend, Frau Neumeier. Kommt rein. Zieh das Ding doch höher. Was soll denn das bei meinem Bandscheibenschaden? Ach, was wollte denn die Witwe Neumeier von dir? Gar nichts. Sie hat mir etwas gebracht. Hier. Oh, das Schärflein der Witwe. Nun ist doch klar, was sie von dir wollte. Kaffee trinken wollte sie mit dir. Ist ja der größte Casanova, der hier rumläuft. Warum? Weil die Witwen hinter mir her sind? Nicht nur die Witwen. Wo ist er denn? Wer? Der Spezialspiritus aus deiner Giftküche. Den kriegst du später. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Dann müssen wir nüchtern sein. Ich habe einen Brief erhalten. Einen völlig unerwarteten Brief aus der Schweiz. Na, die Nacht kann ja gut werden. Oh, manche Nächte haben das so an sich. Nüchtern. Ah, die liebe gute Frau Kotschek. Den ganzen Tag über hat er so schön Luft gehabt, der Großvater. Aber jetzt in der Nacht? Ja, ja, ja. Immer in der Nacht, Frau Kotschek, nicht? Immer in der Nacht. Moment, Frau Kotschek. Ach, der Doktor ist hier. Schon wieder eine, bitte. Oh, Frau Gottschick, das macht 6,50 inklusive Nachttaxe. Ich weiß, Herr Apotheker. Schöne gute Nacht. Gute Nacht, Frau Gottschick, gute Nacht. Schöne Grüße an den Großvater. Nachttaxe um 8 Uhr abends, das ist ja Erpressung. Ja, aber gesetzlich. Was ist denn mit dem Brief? Der Brief ist aus der Schweiz. Ja, das hast du gesagt. Grüezi, grüezi. Na und? Hugo. Ich habe eine Tochter. Was? Du hast... Ja, um Himmels Willen, von wem denn? Da, ich meine, wie ist denn das passiert? Entschuldige, Heinz. Alles in Ordnung mit unserem Kind wohl auf? Wie viel wiegt denn die Kleine? Schätzungsweise 55 Kilo. Ihre Mutter ist leider tot. Und passiert ist es vor 18 Jahren in der Schweiz. Ach, so, ich verstehe. Eine Jugendsünde. Ja. Man könnte es so nennen. Ich habe nämlich damals geheiratet, vor 18 Jahren. Ich habe nur keinen Gebrauch davon gemacht. Und jetzt bist du Witwer. Entschuldige, aber ich muss lachen. Der Witwer und die Witwen. Also eigentlich bist du ein unverschämter Kerl. Du spielst uns hier den eingefleischten Junggesellen vor, benimmst dich wie der Hecht im Witwenteich, lässt dich verhätscheln. Brauchst du ein Beruhigungsmittel? Naja, Schnaps. Übrigens, das Gebräu ist nicht die Spur besser geworden seit dem letzten Mal. Also, schieß los. Es war während meiner Lehr- und Wanderjahre in der Schweiz. Als Patricia... Deine Tochter? Meine Frau. Aber du hast vollkommen recht. Meine Tochter heißt auch Patricia. Die Taufe, die war ganz nett. Aber dann... Ihre Familie war sehr dagegen. Und du? Du hast deine beiden Patricias nicht einfach unter den Arm genommen und bist mit ihnen abgehauen? Ja, das ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Aber diese Schweizer, die waren alle so... Ja, und ich hatte nichts. Ich war nichts und dann dieses verwöhnte junge Geschöpf. Was soll ich dir mein Leben erzählen? Hier, liest den Brief, dann weißt du, was los ist. Meine Frau ist schon lange tot und der Vater meiner Frau ist vor einem Jahr gestorben. Wir werden uns eben mit der Tatsache abfinden müssen,
dass ich eine 17-jährige Tochter habe. Wir? Wieso wir? Kannst du Französisch? Natürlich. Jeder Mensch kann Französisch. Bitte, ich bin vielleicht nicht ganz auf der Höhe, aber... So gut kann ich es auch. Auf dem Schreibtisch liegt ein Wörterbuch. Monsieur Heinz Roland, Pharmacien. Mademoiselle le Professeur, soyez jala. Man bittet mich unverzüglich, nach der Schweiz zu kommen. Vater, dein Kind ruft. Patricia ist seit kurzem nicht zu bändigen. Einfach unerträglich. Sie wird verliebt sein. In einem Internat? Nur gerade in einem Internat. Wahrscheinlich in irgendeinen Lehrer. Man will sie in dem Internat nicht mehr haben. Sie benimmt sich méchant. Méchant? Boshaft. Vielleicht ist kein Geld da. Ich nehme eher an, im Gegenteil. Und was machst du? Ist doch ganz selbstverständlich. Ich fahre hin. Ich nehme sie mit. Reizend, ganz reizend, diese internationale Atmosphäre. Entzückende jungen Geschöpfe. Ich sehe mir jede genau an. Aber ich weiß nicht, welche meine Tochter sein könnte. Bonjour. Sie erregen großes Aufsehen. Ich glaube, man hält sie für den Schulinspektor, weil die Prüfungen bald beginnen. Aber wo ist denn nun meine ungeratene Tochter? Leider hier. Oh, madame, excusez, la potage. L'espèce, là. Allez-y, monsieur. Das ist sie. C'est pour le cochonca. Es beliebt Mademoiselle Patricia bedauerlicherweise, sich gehen zu lassen, sich scheußlich anzuziehen und sich schlecht zu benehmen. 80 Rappen. Wir haben schon eine lange Rechnung. Moment! 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 Ich bin dein Vater. Bonjour. Bonjour, Papa. Bonjour, Papa. Mein Kind, ich hatte bisher nicht das Vergnügen, ich bin gekommen, dich zu holen. Dich mit mir zu nehmen. Das war ja wohl auch dein Wunsch. Es liegt zwar kein freudiger Anlass vor, aber darüber sprechen wir später. Vorher wirst du dich aber noch ein wenig zurechtmachen. Du verlässt sofort das Internat. Ich erwarte dich vor dem Eingang. Merci, monsieur, merci. Merci, monsieur. Patricia, das ist doch wohl kein Irrtum. Bonjour, Patricia. Jetzt siehst du ein wenig aus wie deine Mutter. Danke. C'est mon papa. Das ist Mike.
Nein, das war Daddy. Hi. Aber heute mal ja ein Lastwagen, das kriegt man ja gar nicht alles rein. Da ist es geschattert im Ladelied. Come on, old boy, come on. Ja, danke. Na, hier, hier. Yes. Danke. Das ist ein Baby. Ach, danke, dem Baby. Sehr, sehr schnell. Bitte take this, please. Sitzen Sie bequemer. Fertig, fahrt jetzt nach, bitte. Ist das okay? Ja, danke schön, es geht. Eigentlich gespielt. Wir freuen uns. Das müssen Sie doch verstehen, Monsieur. Wir waren so lange getrennt. Ich verstehe vieles, mein Kind. Wenn man mich informiert. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Du tanzt mir doch auf der Nase herum. Und dann diese Komödie in dem Arrestzimmer heute. Sag mal, was soll denn das alles? Schau. Ich war 4 Jahre im Institut mit Denise. Dasselbe Zimmer. Wir haben zusammen gearbeitet. Wir haben allen Kummer zusammen gehabt. Keinen Papa. Denise hat nur noch ihre Mama. Ja, wir stellen die Mama vor. Nein, keine Fluchtversuche. Also, was ist los? Vor 6 Wochen ist Denise aus dem Institut gekommen. Und ich war ganz allein. Ja, mit 20 oder 30 anderen. Sie wollte eben auch hinaus. Ja, darum habe ich mich unmöglich benommen. Michant. Aber dann bist du gekommen. Als Befreier sozusagen. Raffiniert ausgedacht. Du scheinst mir eine kleine Superbestie zu sein. Darf ich mich entschuldigen? Mama wartet. Bis heute Abend. See you later. Auf jeden Fall bin ich zu einer Reise in die Schweiz gekommen. Auch zu einer Tochter? Papa. Ja, das bin ich zwar. Andererseits bin ich es natürlich noch lange nicht. Weißt du, manchmal kann man einem guten Onkel besser sein Herz ausschütten als dem gestrengen Herrn Vater. Ich fühle mich jetzt wie beides. War das wirklich alles nur wegen Denise? Komisch. Wenn man plötzlich einen Vater hat.
Ja, aber erst, wenn man plötzlich einer ist. Von der Wiege bis zur Arrestzelle. Ein langer Weg. Papa. Jetzt siehst du aus wie deine Mutter. Danke. Du, das ist gespenstisch für mich. Du siehst aus wie deine Mutter. Du heißt wie sie Patricia. Und dein bester Freund ist ein Praktikant in einer Apotheke. Du, die sind wirklich prima. Hey, den Niesen für Mutter. Ist das die Schwester von der Denise? Sie ist nur die. Haben die Geld? Sie geht in eine Fabrik. Aber es ist ihre eigene. Was fabriziert sie denn? Das Stöchli. So bunte. Hier. Auch ihr Werk, gnädige Frau? Mhm. Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll. Monsieur, wollen Sie mit mir tanzen? Ich kann gar nicht. Ach, das mache ich schon. Ich traue mich nicht. Vater sein dagegen sehr. Was ist denn? Hast du das gesehen? Patricia und der alte Herr? Der alte Herr ist Ihr alter Herr? Ich hol mir die Dini. Nimm ich die Fabrik. Papa, warum schaust du denn so böse? Weißt du, diese modernen Tänze sind so anstrengend, wenn man es nicht gewöhnt ist. Du musst mich aber verliebt anschauen. Ich möchte, dass sie dich für meinen Verehrer halten. Oh, danke. Sie dürfen mich aber nicht in die Luft werfen. Bei der Musik kann ich nichts versprechen. Papa, hast du zu Hause eine Geliebte? Was hat man nicht zu Hause? Nein, mein Kind. Ich glaube dir nicht, Papa. Wenn ich nicht deine Tochter wäre, ich würde mich in dich verlieben. In Patzis Vater könnte ich mich verlieben. Vielleicht, weil er graue Schläfen hat? Bist du eifersüchtig? Der Roland hat Erfolg bei der Jugend. Sie auch, Madame. Das ist das größte Kompliment, das Sie zu vergeben haben. Ja, so ist das auch gemeint? Hm. Bist du auch verliebt in deinen Vater? So auch? Schau doch, Stenia. Sie will wohl Frau Apotheker werden. Hast du dafür denn gar kein Verständnis? Wie viel verdient eigentlich ein Apotheker? Das kommt darauf an, wo die Apotheke liegt. Ich bin zu Hause ohne Konkurrenz. Heute Abend auch, Monsieur. Also, Papa, ich finde, du tanzt. Ach, mir ist so heiß. Dann trinken wir jetzt ein Glas. Gerne. Wo sind die anderen? Die sind in Mike holen gegangen, das soll ja. Herr Ober. Moment. Herr Ober. Bitte, Herr Ober. Bruder, sag ich, das lasse ich mir nicht gefallen. Was hab ich denn gemacht? Hast ihm schöne Augen gemacht, du kokette Bestie.
Verzeihung. Ich wollte nicht stören. Wir wollten ein Gespräch führen. Ja, gute Unterhaltung. Hey, grüß dich. Genau das brauche ich. Ich sitze drüben bei Madame Bermond. Und wir brauchen noch eine Flasche und 4 Gläser. Piefke, das ist der prima Purs. Bitte sehr, bitte klein. Ich bin sehr gut zu lernen, you know, I just had a few whiskeys, and I am not at all drunk, you know. Thank you very much, that's very nice. Oh, Monsieur, ma Baron, merci vielmals. Auf unsere Patrizia. Wo ist denn Patrizia geblieben? Sie wird mit dem Lütti sein. Ich gehe sie holen. Merci vielmals, Mademoiselle. Das mache ich lieber selber. Oh, pardon. Schau. Es ist für dich gestrickt. Oh. Marest. Für unsere Skikanone. Oh, Sapperment. Du bist ein Engel. Ach. Weißt du eigentlich, Lütti, warum ich in den Arrest gekommen bin? Und warum ich meinen Vater hergeholt habe? Und für wen ich die ganze Komödie gespielt habe? Sowieso. Ich kann mir's denken, Schatz. Noch ein. Wir haben euch vermisst. Wir wollten auf dich anstoßen. Ich habe dem Lütti einen Schal geschenkt. Ja. Was habe ich gesehen? Komm, geh dir runter. Nichts gesehen. Den hat sie selber gestreckt. Meine Hochachtung. Für mich. Bitte, würden Sie so freundlich sein, schon immer vorzugehen? Ich habe noch ein Wort mit meiner Tochter. Sally. Sally. Wacht schnell miteinander. Mein liebes Kind, ich habe mich schon fast daran gewöhnt, dass das Klima zwischen euch jungen Leuten ziemlich zärtlich und ungeniert ist. Aber vor einer halben Stunde bin ich schon mal auf diesen Herrn Lütti gestoßen. Und da hing deine Freundin Denise an seinem Hals und küsste ihn. Aber das weiß ich, Papa. Wir teilen uns den Lütti. Wie bitte? Wir lieben ihn beide. Bloß er weiß noch nicht, welche von uns beiden er liebt. Er sagt, er muss noch eine Weile darüber nachdenken. Und darum teilen wir ihn ganz genau unter uns auf. Jede küsst ihn pro Tag 3-mal. Hm? So. Na, Ihre Tagesration hat aber Denise vorhin bei weitem überschritten, mein Kind. So. Ja, allerdings... Mein liebes Kind, zu meiner Zeit wurden solche Entscheidungen weniger auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung als möglichst unter Ausschaltung der Konkurrenz herbeigeführt. Glaub mir, mein liebes Kind, diese Methode war gar nicht schlecht. Lass doch diesen Lütti sausen. Dreimal. Gott hab sie. Lütti zahlt. Und was? Wir fahren miteinander. Ist ja ganz schön. Aber wie komme ich wieder runter? Wir fahren einfach ab, Herr Roder. Du hast doch gesagt, du bist schon mal Ski gefahren. Das ist schon 20 Jahre her. Mit deiner Mama. Und Lütti wird dir schon klein. Ja. Oh.
fahren Sie einfach hinter mir her und machen mir prima alles nach. Und wenn Sie zu schnell werden, einfach kräftig ausschwemmen. Also. Noch ganz matte, Roland. Bleiben Sie stehen. Herr Roland, Sie wären zu schnell. Ich schwemme Sie aus. Wieder schöne neue Ski. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir zugerufen haben. Papa! Sonst hätte ich mir doch noch die Beine gebrochen. Wenn Sie aber auch so rasant abfahren. Ich habe doch gesagt, Sie sollen immer kräftig ausstellen. Hast du dir wehgetan, Papa? Oh nein. Schon gut. Hilfst du mir mal? Ja. Bei der Bindung. Diese Kabelei. Können Sie sich nicht auf die andere Seite überlegen? Nein. Dann komme ich dann besser dazu. Kommen Sie, stehen Sie auf. Das war ein kurzer Traum. Ja. Danke. Findest du von selbst ins Hotel, Papa? Aber natürlich. Fahrt nur allein. Mama ist hier. Ja, fahr nicht zu wild. Gestern war ich fast so schnell wie der Lütti. Herr Roland hat sich so in meinen Ski zerbrochen. Was, der ist schon oben? Mhm. Wieso? Deine Mama. Oh, Monsieur. Sind Sie verletzt? Nur der Ski. Na, ich dachte, wir wollten jetzt... Ich wollte erst mal üben, bevor ich mit euch fahre. Ich bin seit Jahren nicht im Gebirge gewesen. Da ist es eben passiert. Weiß es schon? Ja, sie war ja dabei. Der Lütti wollte mir diese moderne Wedeltechnik beibringen. Die beiden sind auch schon oben? Ja, den Sessellift. Oh, ich wäre so gern mitgefahren. Ich hätte so gern gesehen, wie sie laufen. Hätten Sie was zu lachen gehabt, was? Oder zum Bewundern. Mir scheint, Sie haben zu viel Mut, Monsieur. Ja, Deli, wo bleibst du denn? Grüß dich, Herr Roland. Hi. Morgen. Na, dann viel Vergnügen. Danke, ich wäre viel lieber hier geblieben. Denke, du hast es so eilig? Ja, denk dir, Lütti und Patze sind ja schon oben. Salü miteinander. So lang. Na, alles in Ordnung? Ja, danke. Also ich weiß nicht. Diese jungen Männer, mal dieser Lütti, mal der Karli, mal der Mike... Sind Sie denn gar nicht beunruhigt? Aber ich finde das ganz natürlich. Sie amüsieren sich. Das darf man gar nicht so wichtig nehmen. Sie sind irgendwie gefährdet? Ich meine, ein so reizendes junges Geschöpf wie Ihre Tochter. Das wäre doch sehr schade, wenn es in die falschen Hände käme. Aber sie flirtet ein bisschen. Sie probiert ihre Krallen. Später wird sie zu gebrauchen wissen. Hallo, Papa! Ja? Wie fühlst du dich? Oh, danke. Im Augenblick glänzend. Warum seid ihr nicht oben geblieben? Ach, ich hab mir gedacht, vielleicht hast du dir was verrenkt. Oh, Unkraut vergeht nicht. Fassi war schon richtig besorgt um Sie, aber ich habe ihr gleich gesagt, so ein richtiger Skihase ist nicht umzubringen. Ich komme nachher rüber zu euch. Wo ist denn Steli? Die ist jetzt hinauf, die sucht euch. Sie ist doch ein Löli. Da ist es. Tochter, haben Sie das gehört? Die sind zwar furchtbar nett zu uns, aber nur, solange wir nicht stören. Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Denise fängt schon an, eine Rivalin in mir zu sehen und ich eine in ihr. Ganz einfach.
Papa hat mir von diesem Neuburg erzählt. Seine Apotheke ist die beste in der ganzen Gegend. Eine wahre Goldgrube. Papa ist alleiniger Besitzer. Vielleicht werde ich mich bei ihm einarbeiten und ihm helfen. Ja, aber da muss man Examina haben. Da muss man sehr lange studieren. Muss viel davon verstehen. Ja, einfach wird es nicht sein. Aber vielleicht kommst du uns einmal besuchen und gibst mir einen Rat. Sowieso. Schaust dir die Apotheke an. Wie lange kennen Sie meine Tochter? Ach, 3-4 Jahre. Ist sie eigentlich... Ist sie Denise sehr ähnlich? Im Wesen? Ach nein. Ich glaube, sie nimmt alles viel ernster. Sehen Sie? Das befürchte ich eben auch. Der Lüttich fährt noch mal hinauf. Aber ich habe genug davon. Mir tut alles schon so weh. Wenn du hinaufkommst, Papa, bin ich schon in der Badewanne. Ciao. Lütti, 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 nein! Patricia, ich muss was mit dir besprechen. Komme gleich! Was denn, Papa? Sag mal... Ausgerechnet am Sonntag werden hier die Rechnungen verteilt? Ich habe ja allerhand erwartet. Aber nicht, dass ich das ganze deutsche Wirtschaftswunder auf einmal in die Schweiz transferieren soll. Ach so. Bist du arm, Papa? Natürlich nicht. Aber für die sogenannte große Welt langt's noch nicht, wie ich sehe. Ich werde dir einen Kredit geben. Ja, aber das... Na, das schickt sich doch nicht. Warum? Ich bin Mutis Erbe und Metro Simon, der Notar, der lässt mich leben. Ich gebe dir einen Scheck. Check. Wie sagt man nun, wenn man von seiner eigenen Tochter finanziert wird? Du bist so komisch, Papa. Also eine Erziehungsgrundlage ist das nicht. Weißt du, am liebsten möchte ich morgen abreisen. Würdest du wohl mitkommen? Wann immer du willst, Papa. Patricia, danke. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Was denn, Papa? Nur, dass du so plötzlich einverstanden bist. Ich meine, der Lüthi bleibt doch hier und Denise auch. Vielleicht befolge ich deinen Ratschlag, Papa. Ich habe schon einige Erfahrungen, was du alles anstellen kannst, wenn es nicht nach deinem Willen geht. Es geht ja alles nach meinem Willen, Papa. Guten Morgen, Herr Apotheker. Guten Morgen, ihr Lieben. Hugo, wie geht's dir? Brotchen so fein gemacht, beim Friseur gewesen. Ein Kerl ist verloren, Vater. Grüezi, grüezi. Merci vielmals. Kinder, jetzt fühle ich mich ja so richtig wieder zu Hause. Na und? Was sagt die Stadt? Man wartet ab. Nur die Presse ist enttäuscht. Wieso? Dem Redakteur Blume wäre es natürlich lieber gewesen, deine Tochter wäre unehelich. Meine Tochter... Ach, Brotchen, würden Sie drüben im Labor mal ein bisschen aufräumen, ja? Gleich ausklammern, damit ich nichts hören kann, wie? Und die Honoration? Oh, die haben Söhne, die in eine Apotheke einheiraten könnten. Ah, ja, und die Witwen? Und denen bist du nur interessanter geworden. Très intéressante, um in der Sprache deiner Tochter zu sprechen. Wo ist sie denn? Ich platze vor Neugier. Au! Komm, mein Lieber! Ich habe doch nur ein Schlafzimmer, da habe ich Patricia im Salon untergebracht. Morgen, Frau Kammer. Morgen. Patricia, bist du auf? Ja. Morgen, Papa. Das ist Dr. Hartung, mein bester Freund, der ist Arzt. Treibt mir die Kunden zu. Mein gnädiges Fräulein, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen. Na, selbstverständlich ist es das. Darf Patricia zu ihr sagen. Wir wollen es ihm doch erlauben. Guten Morgen, Onkel Doktor. Also, ist akzeptiert. Und wenn's mal wo wehtun sollte... Oh, das könnte dir so passen. Komm, mach dich fertig, wir frühstücken nochmal. War die Post schon da? Ja,
Aber kein Brief vom Lütti dabei. Die Natur vollbringt doch manchmal Wunder. Die Mutter muss sehr hübsch gewesen sein. Ich hatte schon immer einen sehr, sehr guten Geschmack. Wir wollen ja ganz still und zurückgezogen zusammen leben. Herr Roland! Herr Roland! Herr Roland, Sie bekommen Besuch! Besuch von auswärts! Ein toller Wahn! Ach, bitte helfen Sie mir das mal abmachen. Frau Kutschik, wissen Sie, wer da drüben angekommen ist? Nicht? Keine Ahnung. Ihr werdet still und zurückgezogen leben. Hallo, Monsieur Heim. Hallo. Ich bin es wirklich. Voilà, Denise. Ich hau ab. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Voilà, Mama. Guten Tag. Ja, welch eine Überraschung. Liebe gnädige Frau, darf ich bitte... Liebe Frau Celia, wollen wir nicht zunächst einmal hineingehen? Wir erregen hier Aufsehen. Mit Halt, bitte. Halt, entschuldigen Sie mir. Herr Apotheker, einen Augenblick. Herr Blumen, meine Damen, Herr Blumen, Ruhe, nein. Und Herr Blumen, bitte, ich höre die Frage. Aber Herr Apotheker, meine so schöne Dame. Herr Apotheker, ich bitte Sie, wir können das unverständlich. Meine Sache ist eine Sensation, und wir sind immer im Bilde. Herr, hallo. Dankeschön. Wer sind denn Sie? Wo kommen denn Sie her? Madame Celia Bermond, Genève, Genf. Eine lässige Kutsche, ja? Oh, der Pellmann, bitte. Ja, ich komme schon. Erst müssen Sie eine Tasse Tee mit uns trinken und dann werden wir weitersehen. Papa! Papa, wie teilen wir die Zimmer ein? Naja, wir wohnen im Hotel. Gibt es hier ein gutes? Och, nein, bitte bleibt doch da. Sonst habe ich doch gar nichts von euch. Papa, bitte. Na, also, unsere Hotels hier. In so einer Apotheke ist ja viel Platz. Also, Koffer und Wagen bringen wir unter. Und da oben, oh, du bist die Tochter des Hauses, disponiere du. Madame, es ist mir eine Freude, Sie unter meinem Dach zu wissen. Papa, 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 ich komme doch mal raus. Bitte, Herr Apotheker, entschuldigen Sie, gnädige Frau. Verzeih. Können wir den Wagen in den Hof fahren? Wäre es denn nicht besser gewesen, wir hätten die beiden im Hotel untergebracht? Aber nein, Denise kommt doch nur wegen dem Lütti. Kommt er auch? Ich denke schon. Ich weiß nur nicht, wie sie das rausgekriegt hat. Aber wenn sie beide hier sind, kann ich besser auf sie aufpassen. Hm? Aber Herr Apotheker, bitte. Ja, ja, ja. Patsy, alles ist klar. Du und ich im Schlafzimmer, ja. Mama im Salon und für deinen Vater richten wir das Turmzimmer her. Das ist vielleicht romantisch. Komm gleich zu. Was ist romantisch? Turmzimmer. Da wohnen jetzt Sie. Trutchen. Ja? Etwas Beruhigendes. Übliche? Nein. Diesmal was Medizinisches. Schweizer Freund unseres Apothekers Heinz Roland sind aus Genf zu Besuch hier eingetroffen. Schauen aus wie Nitzritz. Wieso? Die sind doch klasse. Was verstehst du denn davon? Der heilige Augustin ist zu beneiden. Ja, man wird etwas schärfer auf die Männer aufpassen müssen. Sagt meine Mutti, Helmut, aus der Schweiz kommen Uhren, Käse und die gute Milchschokolade. Für alle anderen Schweizer Fabrikate bist du noch zu jung. Wie lustig, wie lustig. Man denkt immer, an der Apotheke geht es ernst und seriös zu. Und kaum ein Stuhl zum Sitzen da. Guten Tag, Herr Roland. Tag, Herr Apotheker. Was wollt ihr denn? Hustenbonbons. Ah, Hustenbonbons. Die guten. Die guten. Die guten. Mir bitte auch. Danke. Noch 250 Cent hier. Auf Wiedersehen, Herr Apotheker. Wiedersehen, Herr Roland. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.
Ein Verbrauch an Hustenbonbons haben wir jetzt. Ist Ihnen nicht bekannt, Fräulein Pehlmann, dass nur approbierte Verkäufer mit Examen an einer Apotheke verkaufen dürfen? Und sei es eine Tüte Hustenbonbons? Jawohl, aber Papa... Ich weiß, mein Kind, ich weiß. Wo Honig ist, sind Wespen. Darum geht ihr jetzt besser hinauf und bleibt oben. Langsam wird aus meiner Apotheke ein Laufgeschäft. Frau Pehlmann, ist das Fräulein Denis da? Sie wünschen? Hustenbonbons sind ausverkauft. Ja, aber ich bin so erkältet. Erkältet? Sehr gut. Also dann nehmen wir zunächst einmal Melabon gegen Schmerzen und Fieber, dann das ausgezeichnete Dorithrin für den Hals und zum Schluss die guten Menthol-Taschentücher. Macht zusammen 3,90 €. So, mein Lieber, und nun schwitzen, immer schön schwitzen. Empfehlung an Herrn Papa. Der arme Junge. Liebe muss wehtun. So. Und nun die jungen Damen. Entree? Ist Patricia nicht da? Nein. Sie ist drüben bei Mama. Wird schwer sein, das Zimmer für einen Mann wieder bewohnbar zu machen. Vielleicht reisen wir bald, dann sind wir los. So war das nicht gemeint. Monsieur Heinz, Sie sind doch so ein erfahrener Mann. Ich möchte Sie etwas fragen. Sehr vertraulich. Ja, bitte. Darf eine Frau, wenn ein Mann es nicht selber merkt, ihm sagen, dass sie ihn liebt? Sie darf. Wenn sie so aussieht wie Sie, darf sie besonders. Merkt sie vielmal. Denise, Männer sind manchmal so ungeschickt, verpassen ihre beste Chance. Beide verpassen womöglich viel. Ja? Oh, sehr aber schade. Denise. Oh, pardon. Schlecht? Aber nein. Aber ja. Bitte, Denise. Aus allem muss sie eine Affäre machen. Ich habe ihr den Kopf zurechtgesetzt wegen dieser Vorstellung da unten auf dem Ladentisch. Also im kurzen Rücken. Mit dir müsste ich das eigentlich auch tun. Also? Ihr wisst Bescheid. Papa! Ja? Papa! Wenn ein Mädchen einen Mann liebt und er merkt es nicht, darf sie es ihm dann sagen? Aber keinesfalls. Warum? Und Männer sind viel zu frech. Die bilden sich so leicht was ein. Sollen sich doch bemühen, wenn sie wirklich ernst ist. Aber warten ist zu schwer. Du bist doch noch so jung. Du hast doch noch so viel Zeit. Ja, und dann habe ich auch noch dich. Du hast sie. Oh, pardon. Du sitzt bei Monsieur Heinz auf den Knien? Monsieur Heinz, c'est mon papa. Der Lütti ist da. Nein, das ist nicht wahr. Der Lütti. Madame, der Lütti ist da. Wie bitte? Der Lütti ist da. Das haben wir erwartet. Die Spitzel über einen Streck. Ein Ausrüsten. Na, wenn das nur gut geht mit den dreien. Jetzt müssen Sie es ausfechten. Hier in meinem Hause? Na, dann haben wir Sie doch unter Kontrolle. Herr Roland, wir beide müssen jetzt gut aufpassen, dass unsere Kinder Freunde bleiben. Ja. Natürlich. Sie haben recht. Danke. Unsere Töchter sind zwar gleichaltrig, aber sie sind eben viel länger Mutter als ich Vater. Grüezi, Herr Roland. Grüezi. Ja, grüezi.
das war's. Das hat mir die ganze Zeit gefehlt. Ich freue mich, dass Sie gut angekommen sind. Ach, sowieso. Er hat sich extra ein Auto gekauft. Ja, aber es ist uralt. Vielleicht älter als die Schweiz. Draußen steht es und kocht. Ja, kommen Sie mal rein, Fräulein Peermann. Das ist meine Assistentin, Schönheitskönigin von Neuburg. Sehr neugierig, aber tüchtig. Das ist der Herr Lütti. Grüezi. Guten Tag. Ich bin auch ein Apotheker. Wo schläft denn der Lütti? Im Turmzimmer. Ausgezeichnet, da gehört ein junger Praktikant auch hin. Außerdem kann nichts passieren, die Bodentreppe knarrt ganz infernal. Wo schlafe ich denn? Du schläfst nebenan im Büro. Das ist so praktisch, wenn du Nachtdienst hast. Wir machen dir es gemütlich. Ja, ja. Ich werde dich ungemütlich mit dir. Was Medizinisches? Wie? Ja. Aber das hinter dem Chloroform. Patricia, Denise, Celia, Totchen, die alte Kammler. Bin völlig in der Minderzahl. Du hast doch heute Verstärkung bekommen. Der junge Mann aus der Schweiz? Und der ist doch schuld an dieser ganzen Weiberinvasion. Ladenschluss. Lass nur, ich mach schon. Seinetwegen ging Denise aus dem Internat. Seinetwegen wollte Patricia nicht drin bleiben. Seinetwegen ist sie mit mir hierher gefahren. Das Goldgeschöpf der Schüsse. Um ihn hierher zu locken. Seinetwegen ist Denise hierher gefahren. Eine Zauberkatze. Samt ihrer Mutter. Ich finde dich fahrerhaft. Schreib mal ein. Ich habe heute keinen Nachtdienst. Und Totchen? Totchen flirtet auch schon mit ihm. Sei doch froh, dass du sie los bist. So die ganze Stadt steht Kopf wegen deinem Venusberg. Und was habe ich davon? Wenn die Schlacht um diesen Lütti erstmal losgeht, dann sprengen wir doch die Weiber das ganze Haus in die Luft. Nun hört ihr das an. Nun hört ihr das an. Da oben jubeln sie und ich schlafe hier unten allein. Im Venusberg. Du musst was trinken. Ja. Das ist der einzige Vorteil, der mir noch geblieben ist, dass ich mich hier unten ungestört volllaufen lassen kann. Du. Ich habe eine neue Marke. In meiner Wut bin ich ins Labor und da habe ich einen Einfall gehabt. Willst du mal probieren? Na nu. Wo kommen Sie denn her? Von oben. Ich habe der Frau Kammler geholfen. Oben. Weil der Lütti oben ist. Herr Lütti ist bei Ihren Gästen. Ich möchte mich jetzt umziehen. Gute Nacht. Seien Sie nicht gleich eingeschnappt. Kommen Sie her. Sie haben schließlich auch Trost nötig. Kommen Sie. Wir probieren mal eine neue Marke aus. Hier. Ach, was ist das? Prost! Es handelt sich hier nicht um eine Feier, sondern um einen Test. Ja, da gehöre ich auch dazu. Ich bin Apotheker. Und wir? Und die Mama, wenn ich bitten darf. Mama! Mama! Komm doch mal runter! Gläser. Hol mal den alten zum Vergleich. Bitte. So. Ist das der neue? Ach, guten Abend, meine liebe, verehrte gnädige Frau. Ein ganz großer Augenblick. Ich habe jahrelang experimentiert und ich glaube, heute ist mir der große Wurf gelungen. Ich bitte Sie, kommen Sie. Guten Abend, Frau. So, also jetzt bitte alle das linke Glas. 25 Kubikzentimeter, alter Roland. Sehr zu wohl. Prost. Ja? Naja. So, und jetzt aber alle das rechte Glas, 25 Kubikzentimeter, neuer Roland. Nicht greifen, meine Damen. Sehr zu wohl. Hm? Was? Was? Ja, der hatte ein Itch. Ja, war das prima. Mit dem könnte man ein Vermögen verdienen. Mit diesem Schnaps kann man Europa vereinigen. Ja, bitte. Ja, bei einer Massenherstellung bräuchte man natürlich eine fundierte Finanzierung und Reklame. Jetzt wäre mal nicht ordentlich. Ja? Vor allen Dingen braucht er einen Namen. Patricia, Denise, einen Lütti. Ich würde ihn nennen Magister Hein. Oh. Bravo! Oh ja! Bravo! Bravo!
Ich weiß, ich bin verliebt in dich. Vielleicht auch du in mich. Es tut sich ab zwischen dir und mir. Wenn so mancher spricht, so lag bist. Wenn ich an Frauen dich sehnlich küsst, dann bist es nur du, nur du. Und wenn es lieb und reizend ist, dann bist es nur du, nur du. Weil jener Traum mich glückselig macht, freu mich von dir bei Tag und bei Nacht. Doch hätte ich viel, viel mehr, wenn das doch alles Wahrheit wär. Ist ganz so schwer, wenn ihr ein Traumbild noch entlacht, dann ist es nur du, nur du. Doch wenn der neue Tag erwacht, ist alles vorbei. Warum macht die Träume wahr, das wär ja so wunderbar. Bitte komm jetzt, Denise, bitte, du gehst jetzt, bitte. Du hast genug, meine Liebe. Ja? Wieso? Wieso? Bitte! Ich bin noch völlig nüchtern. Nein, durch nüchtern bist du allein und weißt, was ich jetzt nicht mehr aufhören. Auf Wunsch! Gar nicht ignorieren. Du hast die Jalousie nicht runtergelassen. 32.000 Einwohner hat diese Stadt. Und alle stehen sie draußen. Prost. Man kommt schließlich rum in der Welt und ist nicht kleinlich. Aber hier in Neuburg, ich danke. Ich meine, im Kino sieht man sich so etwas ja ganz gerne mal an. Oder in der Illustrierten. Sehr richtig. Aber öffentlich auf dem Marktplatz. Auf jeden Fall sollte ein Apotheker ein seriöser Mann sein. Vertrauenswürdig. Ein vertrauenswürdiger Pillendreher und kein Aphrodisiaka-Verkäufer. Was? Wie sagten Sie bitte? Aphrodisiaka. Liebesmittel. Spanische Fliegen und so. Das hat er getan? Das kommt groß auf der ersten Seite. Moment, Moment. Wir wollen uns keine Beleidigungsklage einhandeln. Aber ich versichere Ihnen, mit dem Aufmacher verkaufe ich morgen 2000 Zeitungen mehr. Dann ist er geliefert. Geliefert? Er wird auch 2000 Stück mehr verkaufen. Aber spanische Fliegen. Aber es muss etwas geschehen. Vor allem zum Schutze der Jugend. Meine Söhne zum Beispiel, die haben auch zugesehen. Ja, und mein Sohn gibt sein ganzes Taschengeld in der Apotheke aus. Für spanische Fliegen? Für Hustenbonbons. Und für den Anblick der sogenannten Damen. Aber er hat sich doch verraten.
Du hast ihn hierher eingeladen und das war gegen unsere Verabredung. Ja, aber nur weil du dich in der Telefonzelle mit ihm herumgeknutscht hast. Das war auch gegen unsere Verabredung. Jetzt weiß ich Bescheid. Dein Papa hat's gesehen. Nimm doch ein Spießer. Du lass Papa in Ruhe. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Ich habe mich im Internat ruiniert, nur um herauszukommen und mit dir zusammen zu sein. Mit mir oder mit dem Lüthi? Du wolltest mich nicht mit ihm allein lassen, das war's. Du hattest Angst vor der Konkurrenz. Ach, jetzt sind sie auf einmal eine Konkurrenz. Na gut, dass du mir das gesagt hast. Da werde ich mich aber jetzt danach richten. Klinge nicht so laut. Ich verstehe jedes Wort. Aber Batzi, Damenslalom um den Lüthi-Pokal. Sali, Lüthi. Ja, Sali, Batzi. Du, wir kriegen alle großen Ärger wegen gestern Abend. Tut dir leid, dass du hergekommen bist. Aber nicht die Spur. Dein Vater ist sehr tüchtig. Mit dem Schnäpsli kann er eine Menge Fränkli verdienen. Schau, da ist das Rezept. Nach dem zweiten Brand hat er noch einmal Bärli zugesetzt. Das ist sein Trick. Du, heute ist doch Sonntag. Komm doch heraus aus der alten Hexenküche. Hm? Wie ist denn das Wetterli? Gut, du kannst doch mit deinem Auto fahren. Ja, aber da hätten wir drei doch gar nicht Platz. Das Dini mag doch nicht. Fahr doch mit mir, bitte. Ah, Schatzeli. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Mademoiselle. Ausgeschlafen? Wo ist denn Katzi? Katabum ist gerade mit dem Lütte hinausgefahren. Was? Ohne mich? Also das ist... Jetzt bin ich ganz allein. Sie werden sich erkälten, Mademoiselle. Vielleicht. Oder würden Sie mich wärmen? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Kommen Sie. Wir gehen in die Apotheke und suchen uns etwas Wärmendes. So, zunächst ziehen Sie mal einen Mantel von mir an. Erstens ist es wärmer und zweitens sieht es besser aus. Für den Fall, dass jemand kommt. Wir haben nämlich heute Sonntagsdienst. So, und jetzt wollen wir mal gemeinsam etwas mixen. Monsieur Heinz, ja? Verwechseln Sie manchmal eine Flasche? Oh, bitte nein. Diese Seite hier, die ist verhältnismäßig harmlos. Aber hier wird's gefährlich. Wie immer im Leben kommt es auf die Dosierung an. Auf das Wieviel. Na klar, das sind sie. Wollen wir uns nicht zu ihnen an den Tisch setzen? Was unsere Alten sagen, ist doch blöd. Die Mädels sind doch prima. Kann doch keiner was sagen. Außerdem ist die vergeben. Und die andere mit ihrer Mutter und dem Angeberwagen, die bleiben doch sowieso nicht lange. Also Kinder, irgendwie müssen wir denen zeigen, dass wir nicht so verspießt sind. Na, hol sie doch her. Ja. Dankeschön. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Wissen Sie, wir haben so gelacht gestern Abend. Wieso? Na, wir standen alle auf der Straße und haben zugesehen. Das war eine lässige Feier. Kommst du mit mir? Ja. Thank you.
einige aufgeregt? Ja, unsere Eltern. Oh, sind sie mal erst rausgegangen? Oh, entschuldigen Sie einen Moment, ich komme gleich wieder. Das ist nämlich ein bisschen schüchtern ist aus der Schweiz. Lütti, was hast du denn? Warum lässt du mich denn ganz allein? Das macht dir doch nichts aus. Hast du gleich einen tollen Tänzer gefunden? Ja, Lütti. Du bist ja eifersüchtig. Oh, Gottfried, Sauber, lach doch nicht so blöd. Feiberzüg, was ist denn jetzt schon wieder los mit dieser Skitarre? Kennen Sie Zauber, Monsieur Heinz? Als Apotheker? Selbstverständlich. Wollen wir ein Experiment machen? Haben Sie Angst? Also gut. Nicht zu dicht herankommen. Man weiß nie, was beim Zaubern passieren kann. Ist das gefährlich? Und doch nicht mit mir. Schade. Denken. Danke, Herr Magier. Niemand darf es wissen. Zauberer bin. Nicht die Mama. Nicht der Lütti. Und wenn wir heiraten, wird Patzi meine Tochter. Anrühren. Warum geht ihr denn nicht durch die Diele? Ich habe keinen Schlüssel. Gut, dass wir heute Dienst haben. Herr Roland, wenn Sie gestartet sind, dann übernehme ich. Ach, doch, den. Nein, das macht die Prima. Ich bin heute Abend bei Dr. Hartung. Hat sich Denise gemeldet? Ja, Denise hat. Sie hat dich vermisst, mein Kind. Also bitte, Herrschaften, ja, alle privaten Dinge, ja, feiern, Kreche, Mord und Totschlag, Küsschen, also alles bitte oben, ja, nicht hier in der Apotheke. Komm, Kinder, geht rauf. Komm. Geh. Danke, Heinz. Alles zu seiner Zeit. Das kann ja gut werden. Eigentlich könntest du dich bei mir entschuldigen. Ah,
Ich bei dir? Du dich bei mir? Ah, da kannst du aber lange warten. Lass dir nichts gefallen, mit dir sei überhaupt ganz ruhig. Was, in dem Aufzug warst du mit Papa im Labor? Eins hat es sehr gut gefallen. Na, dein Herr mit den grauen Schläfen? Da bist du vielleicht eifersüchtig. Du, lass meinen Papa in Ruhe und du machst dich überhaupt nicht über den Lust. Was geht denn dich das an? Ich hätte den vollkommen wahnsinnig geworden. Denise war mit Papa im Labor, so in diesem Aufzug, wie sie hier steht. Ja, und sie ist mit dem Lüfte weggefallen, ohne mir Wasser zu sagen. Du hast dich überhaupt nicht gezeigt. Was haben wir überhaupt nicht gezeigt? Schreit hier nicht so rum. Ihr drei wisst nicht, was ihr wollt. Und ich sage euch, ich verbitte es mir. Ich verbitte es mir, dass ihr euch im Hause von Monsieur Roland so benehmt. Wenn ihr euch nicht sehen könnt, dann geht in eure Zimmer und überlegt, ob ihr gute Freunde bleiben wollt oder nicht. Denise, du gehst ins Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer! Und zieh dir etwas an. Und du kommst erst wieder, wenn du vernünftig geworden bist. Vertritt sie in den Salon. Du bist die Tochter des Hauses, ich weiß, aber im Augenblick nicht zurechnungsfähig. Es ist also besser, wenn du gehst. Und Sie, Herr Lütti, Sie ziehen sich in Ihren Turm zurück und denken darüber nach, dass sein Mann wissen sollte, was er will. Sie sind alt und groß genug, um endlich auch erwachsen zu sein. Lümmel. Und jetzt verschwinden Sie. Los, los, los. Und ich bleibe hier und passe auf. Und wer den anderen sehen will, der muss hier an mir vorbei. Und wer sich beruhigt hat, der darf es mir sagen. Was ist denn geschehen? Kleine Familienfeier. Man kann uns gar nichts. Man kann uns nicht, aber man wird uns. So ein Boykott in einer Kleinstadt, weißt du, was uns retten könnte? So eine nette kleine Seuche, so ein kleiner Typhus oder sowas. Ja, man uns braucht. Verrückt. Vor 14 Tagen war noch alles ganz friedlich und normal. Kaum hat der Mensch eine erwachsene Tochter, wünscht er sich eine Typhus-Epidemie. Ärgert mich eben. Es gibt keine Frau, von der ich mich an der Nase herumführen lasse. Meine andere Mutter hat auch ein schönes Kind. Toll, wie Sie das sagen. Sie sind ein richtiger Mann. Sowieso. Ich verstehe gar nicht, warum Sie sich das alles gefallen lassen. Sie haben das doch nicht nötig. Und dass es andere gibt, das stimmt auch. Ja. Nicht doch. Ich hab doch nichts drunter an. Stört dich das Licht?
es war ein Magister Heinz, gut. Ich habe solchen Durst. Es ist kein Schnäpsli da. Ich habe ihn ins Lager gestellt. Ich werde ihn schon finden, den Magister Heinz. Na, da komme ich mit. Du kannst nicht allein ins finstere Labor gehen. Dann hat er besser geschmeckt. Ja, der Itch ist weg. Er hat so lange neben irgendeiner Medizin gestanden. Das macht nichts. Ruhe. Soll ich noch einen machen? Wenn du es unseren müden Herzen zumuten kannst. Ich gehe gar nicht an. Vielleicht die Epidemie. So ein Glück gibt's ja gar nicht. Also gut, dann werde ich... Nein, muss doch nicht jeder wissen, dass du bei mir bist. Ja, Hartung. Was? Liegen lassen und nichts unternehmen. Instrumententasche und Magenpumpe. Ja, ich bringe ihn mit. Also nichts tun. Ja, wir sind sofort drüben. Pack die Magenpumpe ein, die muss in den Hals hinein. Du hast's nötig zu singen. In deiner Apotheke liegen die Leichen rum. Bauch. Ach, Kohle. Brechwurz. Mir ist so schlecht. Da kommt Herr Roland. Gut, dass Sie da sind. Papa! Ruhe, nur Ruhe. Mir ist so ruhig. Was? Bitte. Papa, der Lütz. Raus! Eimer! Was war's? Paulische Lösung. Mein Bauch. Paulische Lösung! Wie ist denn die Miet da überhaupt angekommen? Haben Sie den Schrank offen gelassen? Du Kanaille, du! Ich habe mich gerecht! Ich habe uns beide gerecht! Dich und mich! Verkoschola! Raus! In den Keller! Warte, wie? Nein, nicht in den Keller! Das ist das Giftlager! Komm auf die Küche! Will! Prison! Gefängnis! Papa, du
musst ihn halten. Na, ich nicht, aber der Doktor. Oh, dieser Denise. Oh. Ich bring sie um. Ihr habt zusammen gewacht. War ja kein anderer da? Muss ich sterben im fremden Land? Leider nein. Na, also der Junge, der kann auf sein Zimmer, aber er muss natürlich liegen bleiben. Das Frau Pillmann, die bringe ich nach Hause. Nun, so denk jetzt mal drüber nach, was wir sagen werden. Meldung muss ich machen, denn rauskommt sowieso. Wissen Sie, was Neues der Blume? Morgen früh erscheint mein Tatsachenbericht. Giftmischer unter sich. Alles aus direkter Quelle. Ich komme eben von Fräulein Pehlmann. So wird's dir immer gehen, wenn du mich betrügen willst. Ich bin eine Hexe, das sage ich dir. So, Patsy. Hm? Wir wollen sehen, dass wir hier so schnell wie möglich verschwinden. Aber sag's nicht der Denise. Wo ist denn Denise? Eingesperrt. Aber ich möchte schon heute fahren. Wer weiß, was sie sonst noch anstellt. Meine liebe, verehrte, gnädige Frau, Sie dürfen mich jetzt nicht im Stich lassen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt abreißen, das ist wie eine Flucht, wie ein Schuldgeständnis. Ich brauche Sie jetzt. Nein, wirklich. Sie sehen doch, Fräulein Pehlmann hat die Presse mobilisiert. Langsam schlich er näher, starrte hinüber nach den hell erleuchteten Fenstern. Was geschah wohl in jenem Hause, allen bekannt, Gedankenstrich? Allen bekannt nehmen wir weg. Das ist missverständlich. Gegenteil, überdeutlich. Also gut. Jenem Hause, Gedankenstrich? Gedankenstrich, Fortsetzung folgt. Das langt für die Morgenausgabe. Wir müssen das ökonomisch verkaufen. Mindestens 10 Fortsetzungen, halbdokumentarisch, wie in den großen Illustrierten. Wer weiß, was ich in der Sache noch für Material bekomme. Heute Abend gehe ich noch mal auf die Suche. Musst du ausgerechnet heute Abend zu mir kommen? Das ist doch belastend für mich. Wir dürfen uns jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Sonst bin ich meine Kunden auch noch los. Deine Jalousien hast du ja runtergelassen. Reite nur drauf rum. Aber für die Vergiftungen kann ich nichts. Jugendliche gehören nicht in eine Apotheke. Da bist du allein schuld. Also schön. Bin ich eben erledigt. Trutchen, Blume, die Witwen lachen sich ins Fäustchen. Du gibst mir einen Tritt. Celia und Denise wollen auch weg. Bleibt mir nur noch Patricia. Und die wartet auch bloß auf den Hochzeitstag. Ja, hast mir ja nie was erzählt. Waren wir nicht Freunde? Hm? Du hast ja sogar mir eingeredet, dass du Junggeselle bist. Hast du dich um deine Tochter gekümmert? Ein alter Egoist warst du. Und dafür musst du jetzt bezahlen. Ja, mein Lieber. So ist das nun mal im Leben. Für alles muss man bezahlen. Nur für Papa tut mir leid. Aber ich habe ihm ein paar Zeilen geschrieben ins Nachtdienstbuch. Da muss er sie finden. Das muss er doch einsehen. Und wer weiß, was die Pehlmann noch alles erzählt. Die sitzt im Stande und sperrt mich ein. Und die Deni, vielleicht schießt die noch auf uns. Muss ich schon besser, wir drücken uns rechtzeitig. Ach, so machst du das? Ja. Du Schuft. Du? Wir sind noch nicht miteinander verheiratet. Also darum knarrt bei dir keine Treppe. Darum weiß niemand, wie du rauf und runter kommst. Du Fassadenkletterer, du. Bist du doch mal Sapperments, Carly. Ja.
So. Und jetzt seilen wir uns ab. Wie bei der Bergwacht. Ja. Halt! Lass los! Los, los! So, los! Lass los! Jetzt komm du! Komm! Komm hier! Was macht ihr denn da? Wir seilen uns ab. Ja, das sehe ich. Wo wollt ihr denn hin? Nach Hause, in die Schweiz. Wäre es nicht besser, ihr würdet zuerst heiraten? Sowieso. Ich hab doch alle Papiere da. Weiß es dein Vater? Der wird es doch nie erlauben. Also dann lass den Unsinn. Was? Sie brennt mit dem Lütte durch. Nein, das erlaube ich nicht. Nein, das erlaube ich nicht. Ich bin auch Grund. Skandal, die bleiben hier. Wir haben schon Skandal. Hallo, Ich bin Hallo? Patricia ist weg. Ich weiß. Mit dem Lütti. Ihre Abschiedsworte finden wir in dem geheiligten Nachtdienstbuch der Apotheke. Was schreibt sie denn? Herz lieber Fati. Wieso? Ich fahre in die Schweiz und werde die glückliche Frau meines Lütti. Nur das wird sich ja noch herausstellen. Denise, diese falsche Katze, war nie meine Freundin. Späte Erkenntnis. Na, immerhin hat sie mir meine Tochter gebracht. Immerhin hat sie sie wieder vertrieben. Aber ich hole sie ihnen zurück. Moment mal, hier steht noch was. Bitte? 1000 Dank. Verzeihung, ich... Ist Ihnen nicht gut? Nein. Nein, das ist doch... Doch schon, aber... Also manchmal ist man doch wie vernagelt. Ich danke Ihnen. Bis gleich. Bis gleich. Die Witwen sind mein Schicksal. Was machen Sie denn hier? Guten Abend, Herr, wie geht's? Was schleichen Sie denn um meine Apotheke herum, Sie Romanschreiber? Und du? Sie sollten sich was schämen. Ja, ach, ich doch wieder mal einen Augenblick. Erlauben Sie mal, ich habe mit Ihnen zu reden. Nicht doch, ich muss in eine ganz andere Richtung. Komm. Die Pressefreiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung. Entschuldigen Sie bitte, Herr Apotheker. Sie wollten aber den Tatort besichtigen, nicht wahr? Herr Apotheker, ich warne Sie. Bitte Sie, Herr. Setzen Sie sich. Herr Blume? In diesen Messgläsern wurde das Gift verabreicht. Setzen Sie sich doch. Trinken Sie das. Trinken Sie das, Herr Blume. Herr Roland, auch ich bin nur ein armes Opfer meines Berufs. Und deshalb können Sie doch einen Schnaps mit mir trinken. Prost. Herr Blume, Sie haben im Dienste der freien Meinungsbildung, der öffentlichen Moral und der Sauberkeit in der Demokratie meine arme Tochter und deren Bräutigam von den Straßen unserer tugendhaften Stadt gewissermaßen hinweggefegt. Und mich, Herr Blume, mich halten Sie für erledigt. Aber, Herr Blume, nun schreiben Sie mal.
Die Verlobung seiner Tochter Patricia mit dem Professor Lütti, Schweizer Bürger von Rang und Vermögen, die Schweizer sind alle vermögend, ist ja bekannt, erlaubt sich bekannt zu geben, Heinz Roland. Größe, noch, sagen wir, halbe Seite. Halbe Seite? Außerdem, volle Seite. Volle Seite? Der Apotheker Heinz Roland gibt sich die Ehre, seine Verlobung mit Frau Celia Bermond, Schweizer Bürgerin, und so weiter und so weiter, das gebe ich noch durch, bekannt zu geben. Besuchskarten, Verlobungskarten, Danksagung. Ich kann wohl erwarten, dass der Tatsachenbericht eine Wendung nimmt. Sehr richtig. Und außerdem 5% Rabatt als Ortsansässiger. Selbstverständlich. Ja, und nun? Ich meine, Sie haben noch was zu tun. Bitte? Sie müssen noch den Tatsachenbericht für die Morgenzeitung noch umschreiben. Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Apotheker. Alles, wie Sie wünschen, Herr Apotheker. Auf Wiedersehen. Moment! Moment! Moment. Für Sie und Ihre Sekretärin. Gelee Royal. Gehackte Bienen. Für die Nerven. Gute Nachtarbeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Apotheker. Dankeschön, Herr Apotheker. Vielen Dank. Hast du was getan? Nee, ja nicht, aber du. Du hast mir was. Denn her? Ich denke, du bist eingesperrt. Ich hab doch schon längst einen Schlüssel. Geh ins Bett. Hast immer zu wenig an. Mama will morgen abfahren. Ich brenne aber durch und komme zu dir zurück. Mein liebes Kind. Nicht du wirst Patricias Mutter, sondern ich werde dein Vater. Haha, Rache ist süß. Papa! Man sollte dich verhauen, kurz und kräftig. Den Popo hast du ja dazu. Komm, zieh dich jetzt an. Damit du deine Schwester Patricia begrüßen kannst. Also komm, komm. Also, komm. Oh, gnädig Sie wohl. Gelesen? Ja, mein Kind. Und ich danke dir sehr. Liebe Frau Celia, was ich jetzt tue, ist zwar ganz ungewöhnlich, aber Patricia will es übrigens auch. Und was ich jetzt sage, ist zwar ganz privat, aber ich meine, andererseits ist es auch wiederum für die Öffentlichkeit bestimmt. Liebe Frau Celia, könnten Sie sich vorstellen, dass wir... Frau Celia, ich möchte Sie in aller Form um Ihre Hand bitten. Oh la la. Das ist ein bisschen plötzlich, nicht? Ja, ja, sehr. Ich meine auch für mich. Immerhin, eine Frau hört es gerne. Man kann es sich zumindest überlegen. Sag doch ja, Mama. Bitte. Sag doch ja, Mama. Bitte. Sag doch ja, Schwiegermama. Bitte. Ich sage nicht nein. Sehen. Da gibt es noch so viel zu bedenken. Auf alle Fälle, wir bleiben zusammen. Hm? Danke. Du gehst vor uns, liebes Kind. Ja, Papa. Bitte, meine Liebe. Ihr folgt uns. Ja, Papa. Und jetzt? Zusammenhalten. Was auch kommt. Zusammenhalten. Geh, mein Kind. Thank you.
Guten Morgen, Sie. Guten Abend, Sie. Morgen, die Damen. Grüß Sie, meine Damen. Grüß Sie. Morgen, Herr Apotheker. Morgen. Morgen. Gratulo. Apotheker. Guten Tag, mein Kind. Morgen. 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 Guten Morgen, mein Freund. Guten Morgen. Geh voran, mein Kind. Ja. Ja, guten Morgen. Mein lieber Morgen. Grüezi. Grüezi, wohl, Grüezi. Grüezi.